The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von Der Dieb im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des Homo economicus cretinus. Das hier ist nun die 10. Episode meines obskuren Podcasts und zur Feier des Tages möchte ich das volle Spektrum auffahren und über einen Film, ein Buch, ein Musikalbum und einen Comic sprechen. Heute wird es um einen Film gehen, der sich ernsthaft und in sehr europäischer Manier mit der Frage beschäftigt, was passieren würde, wenn tatsächlich in unserer Welt jemand mit Superkräften in Erscheinung tritt. Heute wird es um ein Album gehen, das seit 1989 unterbrechungsfrei als mein Lieblingsalbum aller Zeiten gilt, und hier werde ich erklären, warum. Und es wird um die metaphysische Frage gehen, was denn Sünder von Heiligen unterscheidet. Und wir werden uns wieder mit Daniel Klaus beschäftigen und seinem epochalen, hinreißenden Comic Patience aus dem Jahr 2016. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Einer der Filme, die ich zuletzt sah, ist The Medusa Touch, ein britischer Film aus dem Jahr 1978 unter der Regie von Jack Gold. Der Film basiert auf einem sozialkritischen Thriller von Peter Van Greenaway. Ich kannte diesen Film aus meiner Kindheit, da er durchaus erfolgreich seinerzeit in der Tschechoslowakei im Fernsehen gezeigt wurde, also noch in den Zeiten des Kalten Krieges. Und das war nicht überraschend, denn westliche Filme wurden dort durchaus gezeigt, wenn sie eine generelle anti-imperialistische Tonalität besaßen, was gerade in den 70ern im englischsprachigen Kino alles andere als eine Seltenheit war. So lief ein Film wie Alien durchaus in tschechischen Kinos, da der generelle Tonfall des Films, sprich Truckfahrer im Weltraum, durchaus proletarische Empfindungen befeuerte, zumal hier der ultrakapitalistische Konzern Weyland-Yutani als das wahre Übel identifiziert wird. Bevor ich mich an einer Inhaltsangabe von The Medusa Touch abarbeite, lese ich doch lieber gewohnt die Zusammenfassung respektive den Teaser auf der Rückseite der DVD-Box. John Morlar, gespielt von Richard Burton, verfügt über eine erschreckende Kraft, die über Leben und Tod entscheidet. Schon seit seiner Kindheit richtet er Menschen, die seine Empfindungen verletzen. Sie kommen auf tragische Weise ums Leben. Verdacht schöpft dabei niemand. Bis der telekinetisch veranlagte Schriftsteller brutal überfallen wird und Kommissar Brunel, gespielt von Lino Ventura, ermittelt. Auf der Suche nach dem Täter gerät Brunel in eine mysteriöse Welt von Horror und Katastrophen, die der klinisch tote Morlar von seinem Krankenbett aus heraufbeschwört. Es ist ein wenig tragisch, dass dieser Film in all seinen DVD-Versionen vergriffen ist und auf Streaming-Plattformen vermutlich schwer zu finden wäre. Aber dieser Film ist es wert, gesehen und gekannt zu werden. Es ist ein unterschätzter Film und ein Film, der eindeutig nicht durch das Bodengitter des heutigen Film- und Serienkonsums hindurchfallen sollte. Mit heutigen Augen gesehen stellt dieser Film eine zentrale Frage, die sehr dem heutigen Zeitgeist entspricht. Was würde passieren, was würde wirklich passieren, wenn plötzlich inmitten unserer Gesellschaft ein Mensch lebte, der im Grunde über eine Superkraft verfügt? Doch damit bedient der Film zugleich einen Topos, der damals in 1978 durchaus sehr populär war, die Idee, dass es Menschen gibt, die übersinnliche Fähigkeiten haben, hier in diesem Fall Telekinese. Ein ähnliches Feld beackerte zum Beispiel Brian De Palmas Film The Fury oder aber auch der äußerst populäre Horror-Thriller
The Omen von Richard Donner aus dem Jahr 1976. Manche erinnern sich noch an Damien. Drei Filme, die tatsächlich ein sehr düsteres Triple Feature abgeben würden, jetzt wo ich so darüber nachdenke. The Medusa Touch beginnt wie ein ordentlicher Krimi. Ein Ermittler ist auf der Spur eines versuchten Mordes. Der Detektiv wird hervorragend von Lino Ventura gespielt, einem italienischen Schauspieler, der seine Karriere im französischen Kino gemacht hatte. Hier bedient man sich am Anfang einer kleinen, fast amüsanten Rochade, um den Widerspruch, der jedem sogleich in den Sinn kommt, aus dem Weg zu räumen, nämlich die Frage, wieso läuft ein Franzose, gespielt von einem Italiener, durchs Bild und ermittelt mit voller Unterstützung des Scotland Yard einen Mordversuch, wodurch die Briten sichtlich genug eigener Polizisten haben sollten. Schließlich in der Buchvorlage ist ja der Ermittler ein Brite und ein Mitglied des Scotland Yards. Hier wird es dann amüsanterweise damit erklärt, dass Kommissar Brunel, seinen Vornamen erfahren wir nie, Teil eines Austauschprogramms zwischen dem Scotland Yard und der französischen Sûreté ist, um sich gegenseitig ein wenig die Methoden abzuschauen. Das wird mit einem Satz eingestreut und das Thema ist damit erledigt. Doch das darstellerische Schwergewicht in diesem Film ist Richard Burton in der Rolle des misanthropischen Schriftstellers John Morlar. Er ist die perfekte Besetzung für den hyperintelligenten und sichtlich beziehungsunfähigen Mann, der ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Nun wundert man sich relativ schnell, ob dies denn wirklich ein Krimi ist. Denn als am Tatort Brunel entdeckt, dass John Morlar gar nicht wirklich tot ist, wird dieser hastig in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlung dreht sich nun also um einen versuchten Mord, was erstmal als ein deutlich verminderter Einsatz anmutet, angesichts dessen, dass wir uns einen kriminalistischen Thriller anschauen und das Opfer nicht einmal tot ist, wenn es auch mit massiver Gehirnverletzung im Koma liegt. Doch das macht diesen Film so spannend, denn während wir Brunel auf Schritt und Tritt bei seinen Ermittlungen folgen, beginnt uns schon bald zu dämmern, dass das hier eben kein Krimi ist. Es ist ein Thriller. Und John Morlar ist möglicherweise nicht ganz das Opfer hier. Denn Brunel beginnt die unglaublichsten Sachen über Morlar herauszufinden. Vielen Zuschauern kommt relativ zügig der Verdacht auf, wer der versuchte Mörder sein könnte. Doch das ist hier nicht ganz der Punkt. Das hier ist nicht der typische Whodunit-Krimi. Denn die wichtigere Frage lautet, war es denn überhaupt ein Mordversuch? Und dann beginnen wir zu erkennen, dass in Wirklichkeit Tausende oder gar Millionen Menschenleben auf dem Spiel stehen. Zugleich ist dieser Film eine hervorragende Untersuchung der menschlichen Natur. Die umkämpfte Frage, wie viel im Menschen steckt, dass wir als gut und wie viel im Menschen steckt, das sich letztendlich nur als böse bezeichnen lässt. Dies ist also ein Film für Misanthropen und Kulturpessimisten und all jene, die es noch werden wollen. Das Casting hat hier viel zu bieten. Neben Richard Burton und Lino Ventura wird die dritte Hauptrolle von der wundervollen Lee Remick als Dr. Sonfeld bestritten, Morlars Psychotherapeutin und Brunels Hauptzeugin. Doch das restliche Casting ist die Crème de la Crème des britischen Kinos. Allem voran Michael Byrne als Duff, Brunels zugewiesener Polizeiassistent, Harry Andrews als der Polizeichef, Sir Michael Hordern als der entsetzte Wahrsager, Gordon Jackson als der leitende Arzt im Krankenhaus, Derek Jacobi als Morlars Verleger, die hervorragend gecastete Marie-Christine Barrault als die verbitterte Ehefrau von John Morlar und Jeremy Brett als ihr Liebhaber. Das Ganze ist eine hervorragende Rundreise durch die britische Film- und Theaterszene jener Jahre. Der Film funktioniert auf verschiedenen Ebenen hervorragend. Zum einen ist es eine Fish-out-of-Water-Story, denn wir erleben eben einen französischen Kommissar, der in London ermittelt und eben von der lokalen Bevölkerung auch mal mit einer gewissen Verwunderung empfangen wird. Aber dieser Film ist eben nicht nur ein psychologischer Thriller, es ist zugleich ein waschechter Katastrophenfilm, der im Rahmen seines Budgets einen verdammt guten Job macht und aus den damals verfügbaren Special Effects alles rausholt, was drin ist. Und wir erleben da einiges, den Einsturz einer Kathedrale mit Menschen drin, wir erleben einen Flugzeugabsturz inmitten der Londoner City. Dieser Film ist hervorragend. Jack Gold beweist ein tolles Gespür für eine dichte Atmosphäre und eine Story mit Wendungen, die sich an genau der richtigen Stelle offenbaren.
Lino Ventura als der etwas knorrige französische Ermittler ist großartig und Lee Remick als die innerlich zerrissene Psychologin funktioniert ebenso perfekt. Der etwas joviale Michael Byrne als der jugendlich aufbrausende Polizeiassistent von Brunel ist großartig, aber es führt kein Weg daran vorbei, dass es das düstere Charisma von Richard Burton ist, das alle überstrahlt. Aber das überrascht keineswegs. Burton hatte zu dem Zeitpunkt die wirklich krassen Jahre als unberechenbarer Alkoholiker überwunden und dieser Film markierte unter anderem sein Comeback. In ancient legend, Medusa was one of the three Gorgon monsters created to do battle with the gods. Anyone looking into the eyes of Medusa was instantly turned to stone. I have a gift for disaster. You seem to have survived it. I don't mean for me. I mean for others. He was found in his flat last night. Dead? Not quite, but he had been badly assaulted. But I assume he'll be all right then? He will never be all right again. I did not set fire to my school. I did not touch the brakes of my father's car. Therefore? There must be something else. And was there something else? What else could there be? I made it happen. But you couldn't cause an accident miles away. I made that accident happen. If you say coincidence to me, I will drive my fist through your face. Somewhere deep within what's left of that brain, something is going on. It's grown stronger almost every hour. You know more about that brain than anyone. What is going on? I don't know. I made that school burn. The children, all of them. What am I? How can I will death? Could any of the other incidents Morlach felt responsible for be called disasters? Well, yes, one of them could be described that way. Were there any deaths involved? Yes. Nun, da ich den Film nach gut 35 Jahren wieder gesehen habe, musste ich bei seinem ambivalenten Inhalt an Arthur Machen denken und seine Erzählung The White People. Ich würde gerne einen Abschnitt aus dieser Geschichte lesen, quasi als eine interessante, etwas abstrakte Überleitung. Book Report. Book Report. I like books, because I know that stupid people don't read much. Arthur Machen war ein großartiger walisischer Schriftsteller. Und das ist vielleicht auch deshalb erwähnenswert, da Richard Burton auch Waliser war. Arthur Machen ist wenig bekannt, gilt aber unter Gegenwartsschriftstellern, die ernsthaft das Feld der Horror- und Mystery-Geschichten beackern, als extrem einflussreich. Seine Erzählungen hatten oft einen spiritistischen, dämonologischen Touch an der Grenze zwischen dem Übersinnlichen und dem Mythischen. Er war auch Mitglied des Hermetic Order of the Golden Dawn, dem auch William Butler Yeats und Aleister Crowley angehörten, und wurde von H.P. Lovecraft bewundert. Am bekanntesten dürfte wohl sein Roman Der große Pan sein, doch ich möchte eben einige Absätze aus der Kurzgeschichte The White People, zu Deutsch Die weißen Gestalten, lesen, die seinerzeit in der Anthologie The House of Souls in 1906 erschienen ist. Hexerei und Heiligkeit, das sind die einzigen Realitäten, sagte Ambrose und er fuhr fort. Die Magie rechtfertigt sich durch ihre Kinder. Sie essen Brotkrusten und trinken Wasser mit einem tieferen Genuss, als ein Epikureer ihn je empfinden kann. Sie sprechen von den Heiligen. Ja, und auch von den Sündern. Ich glaube, sie begehen den häufigen Irrtum derer, die die geistige Welt auf die Regionen des erhabensten Guten beschränken wollen. Auch die in höchstem Maße verderbten Geschöpfe gehören der geistigen Welt an. Der gewöhnliche, den Gelüsten seines Fleisches und seiner Sinne unterworfene Mensch wird nie ein großer Heiliger sein, aber auch kein großer Sünder. Die meisten von uns sind lediglich widerspruchsvolle und letzten Endes nebensächliche Kreaturen.
Wir trotten auf unserem schmutzigen alltäglichen Weg dahin, ohne dass wir die tiefere Bedeutung der Dinge verstehen, und darum sind das Gute und das Böse in uns fast identisch. Beides ergibt sich aus unbedeutenden Zufällen. Ihrer Ansicht nach ist also ein großer Sünder, ebenso wie ein großer Heiliger, ein Asket? Diejenigen, die wahrhaft groß sind, sei es im Guten oder im Bösen, kümmern sich nicht um unvollkommene Nachbildungen, sondern streben nach den vollkommenen Originalen. Für mich besteht kein Zweifel, die Größten unter den Heiligen haben niemals im landläufigen Sinne des Wortes eine gute Tat vollbracht. Und andererseits gibt es Menschen, die in die tiefsten Abgründe des Bösen hinabgetaucht sind und die doch in ihrem ganzen Leben nie etwas getan haben, das sie als böse Tat bezeichnen würden. Er verließ für einen Augenblick das Zimmer. Codgrave wandte sich zu seinem Freund und dankte ihm dafür, dass er ihn mit Ambrose bekannt gemacht hatte. »Er ist unerhört«, sagte er. »Ich habe noch nie einen so verrückten Kerl gesehen.« Ambrose kam mit einer neuen Flasche Whisky zurück und schenkte den beiden reichlich ein. Er übte heftige Kritik an der Sekte der Abstinenzler, trank selbst jedoch nur ein Glas Wasser. Gerade wollte er seinen Monolog wieder aufnehmen, als Codgrave ihn unterbrach. »Ihre Paradoxe sind ungeheuerlich. Ein Mensch kann also ein großer Sünder sein und doch nie eine strafbare Tat begangen haben? Das ist ausgeschlossen.« »Aber Sie sind im Irrtum«, widersprach Ambrose. »Ich rede nie in Paradoxen. Ich wollte, ich könnte es. Ich habe lediglich gesagt, dass ein Mann ein hervorragender Kenner von Burgunderweinen sein kann, ohne je auch nur den billigsten Kretzer gekostet zu haben. Das ist doch eher ein Gemeinplatz als ein Paradox, nicht wahr? Sie reagieren nur so, weil Sie nicht die geringste Vorstellung davon haben, was die Sünde sein kann. Oh, gewiss, es gibt einen Zusammenhang zwischen der wirklichen Sünde und den Handlungen, die man als strafbar betrachtet, wie Mord, Raub, Ehebruch und so weiter. Es ist der gleiche Zusammenhang wie zwischen dem Alphabet und einer genialen Dichtung. Ihr Irrtum ist fast universell. Sie haben genau wie alle Welt die Gewohnheit angenommen, die Dinge durch die soziale Brille zu betrachten. Wir alle meinen, dass ein Mensch, der uns selbst oder unserem Nachbarn etwas Böses angetan hat, ein schlechter Mensch ist. Und vom sozialen Gesichtspunkt aus gesehen ist er das auch. Aber können Sie nicht verstehen, dass das Böse seinem eigentlichen Wesen nach etwas ganz Einzigartiges ist, eine Leidenschaft der Seele? Der übliche Mörder ist als solcher keineswegs ein Sünder im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist einfach eine gefährliche Kreatur, deren wir uns entledigen müssen, um unsere Haut zu retten. Ich würde ihn viel eher unter die wilden Tiere als unter die Sünder einreihen. Und das kommt mir doch sehr ausgefallen vor. Aber das ist es nicht. Der Mörder tötet nicht aus positiven, sondern aus negativen Gründen. Ihm fehlt etwas, was die Nichtmörder besitzen. Das Böse hingegen ist absolut positiv. Aber positiv im schlechten Sinne. Und es ist selten. Es gibt bestimmt weniger wahre Sünder als wahre Heilige. Und was die Menschen betrifft, die sie als Verbrecher bezeichnen, so handelt es sich selbstverständlich um Wesen, die der Gesellschaft unbehaglich sind und vor denen sie sich mit gutem Grund schützt. Aber glauben Sie mir, zwischen ihren antisozialen Handlungen und dem wahren Bösen liegt eine ungeheure Spanne. Es wurde allmählich spät. Dem Freund, der Codgrave bei Ambrose eingeführt hatte, waren die Ausführungen zweifellos längst bekannt. Er hörte mit einem müden und etwas spöttischen Lächeln zu, während Codgrave zu überlegen begann, ob sein Verrückter nicht vielleicht ein Weiser war. »Wissen Sie, dass Sie mich außerordentlich interessieren?«, sagte er. »Sie glauben also, dass wir die wahre Natur des Bösen nicht verstehen?« »Wir überschätzen Sie. Oder man kann auch sagen, wir unterschätzen Sie.« Einerseits bezeichnen wir es als Sünde, wenn ein Mensch gegen die von der Gesellschaft aufgestellten Regeln, gegen die sozialen Tabus, verstößt. Das ist eine absurde Übertreibung. Andererseits messen wir der sogenannten Sünde, die darin besteht, dass jemand uns unseren Besitz oder unsere Frau wegnimmt, eine so enorme Bedeutung zu, dass wir das, was an den wahren Sünden so erschreckend ist, völlig aus den Augen verloren haben. »Aber was ist denn dann eine Sünde?«, fragte Codgrave. »Ich bin gezwungen, Ihre Frage mit anderen Fragen zu beantworten.
Was würden Sie empfinden, wenn Ihre Katze oder Ihr Hund plötzlich anfinge, wie ein Mensch zu sprechen? Wenn die Rosen in Ihrem Garten zu singen beginnen? Wenn die Steine auf der Straße sich vor Ihren Augen anschickten zu wachsen? Nun, diese Beispiele können Ihnen vielleicht einen Begriff davon vermitteln, was Sünde ist. Sie setzen mich in Erstaunen, sagte Godgrave. Ich hatte das alles noch nie bedacht. Wenn es wirklich so ist, wie Sie sagen, muss man sämtliche Begriffe revidieren. Das Wesen der Sünde bestünde also Ihrer Ansicht nach darin, den Himmel stürmen zu wollen, fuhr Ambrose fort. Für mich liegt die Sünde in dem Willen, auf unerlaubte Weise in eine andere, höhere Sphäre einzudringen. Sie werden jetzt verstehen, warum die echte Sünde so selten ist. Nur wenige Menschen haben ernsthaft den Wunsch, auf erlaubte oder unerlaubte Weise in andere Sphären vorzustoßen, seien diese nun höher oder tiefer. Es gibt nicht viele Heilige. Und die Sünder, so wie ich diesen Begriff auffasse, sind noch seltener. Und die genialen Menschen, die zuweilen etwas von beiden Extremen haben, sind auch dünn gesät. Aber vielleicht ist es schwieriger, ein großer Sünder zu werden, als ein großer Heiliger. Weil die Sünde im tiefsten Sinne gegen die Natur ist? Genau deshalb. Es erfordert eine ebenso große oder doch eine fast ebenso große Anstrengung, die Heiligkeit zu erlangen. Aber diese Anstrengung führt in einer Richtung, die früher einmal natürlich war. Es geht also darum, die Ekstase wiederzufinden, die der Mensch vor dem Sündenfall kannte. Die Sünde hingegen ist ein Versuch, sich in eine Ekstase hineinzusteigern und sich ein Wissen anzueignen, die dem Menschen nicht gegeben sind und niemals gegeben waren. Und derjenige, der diesen Versuch unternimmt, wird zum Dämon. Ich sagte Ihnen schon, dass der einfache Mörder nicht unbedingt ein Sünder ist. Das ist richtig, aber manchmal ist der Sünder ein Mörder. Ich denke da zum Beispiel an Gilles de Rais. Sehen Sie, wenn das Gute und das Böse gleichermaßen außerhalb der Reichweite des heutigen Menschen, des normalen, zivilisierten und innerhalb der Gesellschaft lebenden Menschen liegen, so gilt die Wahrheit für das Böse in einem noch tieferen Sinn als für das Gute. Der Heilige bemüht sich, etwas wiederzufinden, das er verloren hat. Der Sünder strebt nach etwas, das er nie besessen hat. Man könnte auch sagen, er will den Sündenfall noch einmal erleben. Album review. There is music in the air. Diese Liebesgeschichte beginnt 1989. Da bin ich, kaum 18 Jahre alt geworden, die Rosenheimer Straße entlang gelaufen. Das ist in dem Viertel Haidhausen in München. Und da gab es einen ganz tollen Secondhand-Plattenladen. Der stand da gleich neben einem Sexshop. Und da bin ich reingelaufen. Also in den Secondhand-Plattenladen, nicht in den Sexshop. Wobei ich niemanden dafür verurteilen würde, wenn er sich für die andere Tür entschieden hätte. Was auch immer nötig ist, Mann. Ich glaube, ich sollte nochmal von vorne anfangen. Okay, man sagt manchmal, dass ein bestimmtes Album das Leben verändert. Eine hehre Erwartung ist doch Musik häufig nur dafür da, um peinliche Stille zu überbrücken, nicht um das Leben zu verändern. Und sogar dann, wenn jemand behaupten würde, eine bestimmte LP hätte sein Leben verändert, spräche er dabei vermutlich in Hyperbeln, denn es wird nicht das Album allein gewesen sein, das die Weichen einer Biografie umgestellt hatte. Viel wahrscheinlicher ist es doch, dass die besagte Musik lediglich ein deutlich hörbares Symptom eines Lebenslaufs ist, der unaufhaltsam eine Wendung nimmt. Eine Begleiterscheinung, die später als Ursache gedeutet wird, es jedoch nie wirklich war. Aber es wäre vielleicht falsch, der Musik ihre einschneidenden Kräfte abzusprechen, nur weil dies ein Phänomen ist, das immer seltener erfahren wird. Und nein, dies ist nicht eine weitere Tirade mit dem vorhersehbaren »Früher war alles besser«, denn es gibt auch heute eine Menge großartiger Musik, auch Musik mit wahrhaftig transformativem Potenzial. Doch ihr gegenüber steht eine noch nie dagewesene Hektik, welche den gesamten Planeten umspannt. Jeder hastet nur noch von einer Lebensstation zur nächsten. Musik wird hierbei in ähnlicher Manier konsumiert, hektisch und beiläufig. So sind aus feierlichen musischen Banketten der Vergangenheit uninspirierte Ausflüge zum Snackautomaten im Erdgeschoss geworden. Die transformative Erfahrung wird den Menschen heute oft versagt, denn Musik ist eine Art
digitale Utilität geworden, die man dazu verwendet, um die eher langweiligen Abschnitte des Lebens etwas signalreicher, etwas reizvoller zu gestalten. Zugreisen in die Arbeit, das Sortieren von Belegen im Büro, das Sitzen in Wartezimmern. Und gegen all das ist erstmal nichts einzuwenden. Natürlich ist Musik dafür da, um uns durch den Alltag zu begleiten. Musik ist durchaus auch funktional. Das war sie schon immer. Aber sie kann eben mehr. Doch dazu gehört das Erleben der Suche und die daraus resultierende Erfahrung der Entdeckung. Hierbei gilt es stets, die profanen, ausgetretenen Pfade der kreischenden Werbung zu verlassen, denn dort, im grellen Licht der Werbebotschaften, ist Musik wirkungslos und unbedeutend. Die wahren Schätze liegen dort, wo auch der Schatten beginnt, dort, wo sich die wahren Geheimnisse offenbaren, die echten Dramen. So mag man sich heute durchaus für eine musikalische Neuerscheinung begeistern, sogar ereifern, doch seien wir doch mal ehrlich, ein wahrhaftiger Gamechanger kommt dabei selten heraus. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wann hat jemals jemand ein lebensveränderndes Musikerlebnis anhand eines Albums erfahren, das man durch die Werbung aufgedrängt bekam? Die tiefgreifenden Begegnungen mit Musik finden woanders statt. Dies mag sich beim Durchgehen der Musiksammlung eines Freundes ereignen oder bei einem spontanen Ausflug in einen Plattenladen. Doch hier merkt man schnell, weshalb die musikalische Epiphanie so vielen versagt bleibt. Denn wer hat noch Freunde mit großen Musiksammlungen? Von dem rustikalen Plattenladen kann ich zu sprechen. Eine musikalische Kollektion findet sich heute zumeist auf der Festplatte eines iPhones, und das ist mit Abstand der langweiligste Platz, um Musik aufzubewahren. Und wenn die ersten Solar Superflares auf die Atmosphäre der Erde treffen, wird dieses Medium noch eine Spur langweiliger. By the way, wenn ich schon so sehr vom Thema abschweife, es ist doch hoffentlich allen klar, dass Steve Jobs daheim Schallplatten gehört hat. Er ist nicht mit einem iPod durch die Gegend gelaufen, außer die Kameras waren gerade eingeschaltet. So bleibt heute fast nur die Bar übrig, vorausgesetzt dort läuft ausnahmsweise etwas Gutes. Eine Nachfrage beim Barkeeper kann mit etwas Glück ein ganz neues Universum aufreißen. Natürlich kann sein, dass man bis dahin Alkoholiker geworden ist, doch ist diese Option chancenreicher als auf eine akustische Erleuchtung mittels einer der belanglosen Autoradiostationen zu warten, welche hierzulande den Äther vergiften. Es ist eben so, dass auch die besten Alben nicht universell auf Menschen einwirken können. Was ich für das beste Album der Welt halte, mag dir gänzlich missfallen. Und das ist etwas, das ich friedfertig akzeptieren muss, wie enttäuschend es sich auch anfühlen mag. In einer Welt der Vielfalt und der geistigen Freiheit muss es auch Leute geben, die meinen Geschmack zum Kotzen finden. Ich bin zumindest zivilisiert genug, um darüber nur heimlich zu fluchen. Der Mensch ist eben ein Zuhörer und kein Manchurian Candidate. Du musst dich selbst in einer Phase des Lebens befinden, auf welche der Zauber eines bestimmten Albums einzahlt. Du musst zu diesem Zeitpunkt ein optimales Gefäß sein, das mit dieser neuen Musik gefüllt werden kann. Man muss suchen, ohne zu wissen, was man sucht. Und mit etwas Glück wird man gefunden. Also, ich war in dem Plattenladen, der sehr gut sortiert war. Nur unter dem Stichwort Independent und Underground, und das war, was mich damals interessierte, standen da mindestens 10 große Kästen mit Schallplatten. Ich habe mich da durchgeblättert. Naja, und da landet diese Schallplatte in meiner Hand. Auf der Titelseite nur ein Bild. Kein Text. Die Platte war nicht teuer. Sowas wie 8 oder 10 Mark. Also habe ich mir die blind und intuitiv gekauft. Aber das Cover hatte etwas Bestechendes und es hatte einen Grabstein auf dem Cover. So ging ich nach Hause, legte die Platte auf den Teller, platzierte die Nadel in die Rille und hörte zu. Okay, halten wir mal kurz inne, denn so entstehen autobiografische Verfälschungen. Denn so war es damals eigentlich nicht. Ich hatte von der Band schon vorher gehört. Nur einmal von einer bestimmten Person. Dass ich mich nun an diesem besagten Tag in 1989 trotz großer Löcher in den Hosentaschen doch einem Plattenladen näherte, hatte mit Yvonne zu tun. Ah, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit, nicht wahr?
Ich bin sicher, du warst kurz davor wegzunicken angesichts all des Schwadronierens. Doch man muss nur den Namen einer Frau einstreuen und schon ändert sich die Wahrnehmung. Yvonne war ein Gothic. Die Leute nannten es auch Grufti, was nicht immer so gerne gehört wurde, da der deutsche Sprachraum dieses Wort bereits Jahre zuvor für Rentner und alte Leute im Allgemeinen reserviert hatte. Und im Nachhinein ist es etwas schwer festzustellen, ob diese verbale Überschneidung damit zu tun hatte, dass beide Gruppen, also Gothics und Rentner, eine Affinität für Grabsteine und Grablichter hatten, oder ob Außenstehende lediglich der Meinung waren, dass beide Gruppen verdächtig ähnlich rochen. Ohnehin würde man damals nicht einfach Gothic, dafür war die Szene sogar für die 80er im Erscheinungsbild zu extrem, von den teilweise exzentrischen Ansichten gar nicht zu sprechen. Ein Gothic würde man de facto nur, wenn man bereits eine der akzeptierten Einstiegsszenen absolviert hatte, die hier in Frage kamen: New Wave, Punk, Independent oder New Romantic. Ich weiß, das klingt sehr reglementiert, aber in Bezug auf Subkultur waren die 80er durchaus das Zeitalter der Fahnen und Kategorien. Zuwachs war immer willkommen, aber nur, wenn man nach der akzeptierten Pfeife tanzte. Dies waren eitle Zeiten. Es war nicht schwer, jährlich 10 bis 20 Dosen mit Haarspray zu verschwenden. Ich finde es erstaunlich, dass ich heute noch einen so gesunden Haarwuchs habe. Müssen wohl die Gene sein. Das alles hat heute im Post-Love-Parade-Zeitalter keine richtige Bedeutung mehr. Und vielleicht ist das auch besser so. Das zwanghafte Beanspruchen einer Fahne, unter die man sich stellen kann, um dann alle anderen ständig schlecht zu machen, hat heute nur noch im Fußball überlebt. Doch war es damals weniger lächerlich, wenn man sich ereiferte, ein Mettler zu sein, ein Punk, ein Teddy, ein Psychobilly oder ein Skinhead? Wer denkt heute noch in so strengen Abgrenzungen? Es ist, als hätte man in den späten 90ern die bunte Wäsche so lange in derselben Waschmaschine gewaschen, bis alles dieselbe Farbe hatte. Umgekehrt könnte man allerdings argumentieren, dass es in einem gewissen Alter durchaus gesund sein kann, sich in eine Szene oder Gruppierung einzuordnen. Doch meine Intuition flüstert mir ein, dass es hierbei vermutlich auf den zweiten Schritt ankommt, die Fähigkeit, die Szene wieder hinter sich zu lassen. Denn schließlich sind wir alle auf der Suche nach einer eigenen Identität. Es ist immer etwas befremdlich, wenn nicht sogar traurig, wenn jemand nach 30 Jahren immer noch Punk oder Gothic ist. Doch ich schweife wie gewohnt ab. Yvonne war geradezu ein Poster-Gothic. Hätte man ein Coffee-Table-Buch über Gothics herausgegeben, und vermutlich gibt es so etwas auch, man hätte ihr Foto auf die Titelseite stellen können. Ihre pechschwarzen Haare waren in alle Richtungen toupiert und bedeckten über die Hälfte des blassen Gesichts. Es glich mehr einem Glücksfall, wenn man in all den Schatten ihre Augen entdecken konnte. Sie rauchte eine Zigarette nach der anderen und war imstande, ganze Stunden wortlos in Bars und Clubs zu sitzen und einfach nur traurig zu blicken. Melancholie kann ein Genuss sein, vorausgesetzt, man ist jung. Es ist ein magischer Ritus, sich von der grellen, lächerlichen Welt da draußen abzusetzen und sich gänzlich dem Kult des Weltschmerzes zu ergeben. Doch es war auch viel Show dabei, ich weiß das, denn wir haben sehr viel gelacht. Doch nicht immer. Yvonne wohnte in einem Mädchenheim für Waisenkinder und jene, die das Pech hatten, Vergewaltiger und Schlägertypen zum Vater zu haben. Sie hatte auch einen unsympathischen, Doc Martens tragenden Arsch zum Freund, der natürlich IBM hörte, sie mies behandelte und von dem sie sich dennoch nicht trennen konnte. Es war alles so herrlich tragisch. Es war ein Füllhorn für Klischees und freudsche Reflexionen. Abendliche Besuche im Wohnheim waren zwar nicht erlaubt, doch wir waren Teenager und unser Sinn stand nicht nach Regeln und Vorschriften. Yvonne besaß einige Schallplatten, die sich gegenseitig in Düsternis und Depression übertrumpften, darunter auch ein Album von Dead Can Dance. Ich kann nicht behaupten, allzu viel Erinnerung an die ersten Klänge zu haben, die ich von dieser epochalen Ausnahmeband damals gehört hatte. Dafür war ich wohl viel zu sehr von Yvonne fasziniert und von all dem Patchouli benebelt. Doch der Bandname hatte seine Neuronalverbindungen in meinem Gehirn in Beschlag genommen. Dies war noch ein Alter, in dem ich mir alles merken konnte, was ich las, hörte oder sah.
So begab ich mich am nächsten Montag in den besagten Plattenladen. Ich hatte zwar nicht viel Geld dabei, doch ich wusste, dass es nun galt, Fakten zu schaffen und meine Musiksammlung aufzustocken. Denn über Musik definierte sich damals ein beachtlicher Teil jeglicher Szenezugehörigkeit. Ich war damals ein typischer New Wave-Typ, der sich bei Sick Rodil die Haare an den Seiten ausrasieren ließ und der The Cure und Depeche Mode hörte. Doch ich wusste nun, dass der Kaninchenbau viel tiefer als bis zum Synthie-Pop führte. Und so landete diese Schallplatte in meiner Hand. Die Titelseite war unbeschriftet mit nur einem rätselhaften Bild auf dem schwarzen Hintergrund, der auch noch dezentral nach links verschoben war. Was hatte das alles zu bedeuten? Ich drehte die Hülle um und starrte auf die ersehnten Schlüsselwörter. Dad can dance. So zahlte ich das Geld und trat wieder hinaus in den frostigen Dezemberabend. Der Weißenburger Platz befand sich nur einige hundert Meter entfernt, so dass ich bereits wenige Minuten später die Vinylscheibe auf Emils Plattenteller gelegt hatte und die Nadel in die Rille platzierte. Emil war der einzige in der WG, der von morgens bis abends gearbeitet hatte. Dadurch kam ich zu den meisten Uhrzeiten an seiner Stereoanlage heran. Und so hörte ich zum ersten Mal »Within the Realm of a Dying Sun«. Ich war ein Gefäß, perfekt präpariert für die Annahme dieser Musik. Ich habe seitdem hunderte Alben entdeckt und gehört, darunter ohne Zweifel auch Meisterwerke und Geniestreiche. Doch keine dieser Scheiben konnte jemals diesen musikalischen Monolith in meinem Gehirn verdrängen. Dieses Album dürfte allerdings auch das düsterste sein, das jemals aufgenommen wurde. Es ist eine Zeremonie der Mollklänge, ohne auch nur einen fröhlichen Ton. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass Düster an dieser Stelle in keinster Weise mit depressiv zu verwechseln ist. Dafür hat es viel zu erhabene Momente und eine zu geistige Sichtweise der Dinge. Ich fand immer, dass es zum Teil auch eine musikalische Entsprechung des berühmten Gemäldes Primavera von Sandro Botticelli aus dem Jahr 1482 ist. Eine allegorische Reise an der Grenze zwischen Menschlichkeit und Natur. Zugegeben, im ersten Lied singt Brandon Perry darüber, dass es möglicherweise besser sei, sich dem Leben zu entziehen. So singt er wörtlich, und vielleicht ist es leichter, sich dem Leben zu entziehen, mit all seinem Elend und seinen erbärmlichen Lügen, dem Unheil fern. Jene schaurige Trauer, welche das Album unentwegt abstrahlt, gleicht mehr einer Aporie. Es hält in einem übermenschlichen Balanceakt jenen Augenblick fest, der uns alle früher oder später ereilen mag. Die aporische Erkenntnis, dass es keine Medizin gegen Vergänglichkeit und Verfall gibt und dass alles, was dem Menschen bleibt, in der Schönheit des einen Augenblicks liegt, den man da gerade erleben mag. Hier wird durch Musik das Leben als eine unmittelbare Wirklichkeit empfunden, fern des vorlauten, aufdringlichen Alltagslärms, der uns unentwegt bei Laune hält und den wir manchmal zu sehr in den Mittelpunkt unserer Leben rücken, um keinen Nervenzusammenbruch zu erleiden. Dies ist die sterbende Welt, so wie sie wirklich ist, wenn man all das krampfhafte Kichern und Gackern abstellt. Der Ausdruck von Einsamkeit inmitten wirbelnder Schneeflocken, so perfekt in dem zweiten Stück Windfall festgehalten. Was bleibt, ist unsere Sterblichkeit und unsere Einsamkeit. Ob auch der Albumtitel das wiedergibt, es heißt auch nicht In the Realm, sondern Within the Realm. Man könnte den Titel also am besten mit Innerhalb des Reiches der sterbenden Sonne übersetzen. Ich fand immer, dass dieses Within anstelle von In dem Ganzen eine analytische Note gibt. Ergibt das keinen Sinn für dich? Dann musst du dich auf die Reise begeben, all deinen Schneid zusammentragen und dich auf das Album einlassen. Doch Vorsicht ist geboten. Die LP hat einen dezenten, konzeptionellen Ansatz. Die A-Seite hat mehr Brandon Perry und seine Texte im Mittelpunkt, während auf der B-Seite Lisa Gerrards unerschöpfliche Alt- und Mezzosopran im Mittelpunkt steht. Nur drei Stücke auf diesem Album haben einen Text. Brandon Perrys Lyrik ist durchwachsen mit existenzialistischen Fragen und der stetigen Ablehnung einer närrischen Welt der modernen Marktschreier und Trickbetrüger, welche wir längst zu den Führern dieser Zivilisation erhoben haben. Und wenn es dann in the Wake of Adversity heißt, Ahnungslosigkeit, der Narrenleuchtfeuer lenkt auf einen launenhaften Pfad und setzt einen Kurs, auf welchem wir segeln in die ungewisse Nacht.
So fühlt man sich gerade heute in der geopolitisch entfesselten Ära der Milliardäre deutlich angesprochen. Haben wir nicht schon immer gespürt, dass ein zentraler Wesenszug dieser naturvernichtenden Zivilisation darin besteht, dass die Wissenden stets in zweiter Reihe sitzen, während der Vorsitz dieser Welt von den ahnungslosen Bürokraten und Advokaten bestritten wird? Hier scheint es, als ob Platons Politeia zwischen den Verszeilen heraufbeschworen wird. Durch diese Musik erfahren wir, dass es in Ordnung ist, traurig zu sein. Denn dies ist keine niedergeschlagene Gram. Es ist eine erhabene Trauer und ein Ausdruck dessen, dass der Zuhörer emotional gereift ist, während die infantilen Narren noch immer heiter ihrem Tyrannen zujubeln. Und deshalb ist Within the Realm of a Dying Sun seit 1989 mein Lieblingsalbum. Ein Wurf, der vollständig nur aus Inspiration besteht, befreit von jeglicher Banalität. Es ist das durchschlagendste und wichtigste Musikwerk der Neuzeit. Nun, zumindest in einem Universum, in dessen Mitte ich stehe, doch ich habe kein anderes anzubieten. Und was ist aus Yvonne geworden? Ich weiß es nicht. Unser Umgang war von recht kurzer Dauer, doch sie war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, um als Einstiegshelferin in diese herzergreifende Musik zu wirken. Wie schon Umberto Eco geschrieben hatte, was von einer Rose bleibt, ist ihr Name. Oder so ähnlich. Enter the Comic Zone. Let's talk about my favorite comics. Ich habe gerade ein wunderbares Comicbuch ausgelesen. Es handelt sich um Patience von Daniel Klaus aus dem Jahr 2016. Für mich besteht kein Zweifel darüber, dass Daniel Klaus einer der intelligentesten Comics-Autoren der Gegenwart ist. Seine Geschichten sind einerseits extrem stimulierend und kurzweilig, doch zugleich überborden sie vor gesellschaftlichem Kommentar und literarischer Beobachtungsgabe. Patience ist da keine Ausnahme. Das 172 Seiten lange Comicbuch ist eine bizarre psychedelische Eruption, die zugleich aber einen extrem plausiblen, kohärenten emotionalen Kern besitzt. Jack Barlow ist der Inbegriff eines Durchschnittsamerikaners. Er ist ein erfolgloser Versager, der eigentlich verbittert und suizidgefährdet sein müsste, doch in seinem Leben gibt es den einen hell leuchtenden Stern, der ihm einen Lebenssinn verleiht, seine schwangere Freundin Patience. Doch Barlow ist kein verkannter Held, er ist sogar recht unehrlich. Aus Angst, seine Freundin Patience würde ihn in einem weniger vorteilhaften Lichte sehen, lügt er sie bezüglich seines Jobs an. In Wirklichkeit steht er am anderen Ende der Stadt an der Straßenecke und verteilt Flyer für pornografische Stripshows. Bei seiner Unentschlossenheit, Patience die Wahrheit zu sagen, übernimmt das Schicksal die Führung. Barlow kommt eines Tages nach Hause und findet seine Frau ermordet vor. Die Polizei verdächtigt ihn sogleich und seine miserable finanzielle Situation plus ein unfähiger Pflichtverteidiger helfen seiner Lage in keinster Weise. Jack Barlow landet im Gefängnis, doch der Aufenthalt dauert nur etwa ein Jahr. Neue DNA-Analysen bringen Beweise ans Licht, die sein Alibi erhärten. So wird er freigelassen. Der Aufenthalt im Knast hat den etwas wehleidigen jungen Mann eher abgehärtet. Aus einem melancholischen, verbitterten Kerl ist ein hartgesottener Zyniker und Misanthrop geworden, der in der Vergangenheit lebt und dessen Gedanken sich nur noch um den unaufgeklärten Tod seiner schwangeren Frau drehen. Was folgt, ist ein recht erbärmliches Leben in miesen Wohnungen, mit miesen Gelegenheitsjobs und einem geradezu neurotischen Drang, auf eigene Faust den Mörder zu finden. Doch die Elemente und das System sind gegen ihn, Jahre verstreichen, dann Jahrzehnte. Wer nun denkt, dies sei eine sehr depressive Geschichte, muss verstehen, dass das alles nur der Prolog ist. Die eigentliche Story beginnt erst in 2029, als der inzwischen im Lebensherbst angekommene Jack Barlow einen Mann namens Bernie kennenlernt, der offensichtlich eine Zeitmaschine erfunden hatte. Und natürlich reißt Barlow das Gerät an sich und begibt sich auf eine hochkomplexe Odyssee durch die Jahrzehnte,
mit dem Ziel, das Leben seiner Frau zu retten. Doch nichts läuft nach Plan. Und das ist auch schon alles, was ich über die Handlung verraten möchte. Denn dies ist eine Story, die du auf eigene Faust erkunden solltest. Es ist eine bunte, geradezu grelle Pop-Art-Orgie, vollgepflastert mit Gesellschaftskommentaren und einer instinktiven Aversion gegen Politiker und Eliten. Doch zugleich steckt unter dem Überwurf einer reißerischen Satire auch eine Meditation über die Conditio Humana und über die toxische Rolle des abgehetzten Alltagskapitalismus in allen zwischenmenschlichen Sphären. Klaus wäre nicht Klaus, wenn seine Hauptprotagonisten nicht grauschattierte Persönlichkeiten wären, die sich gar nicht so arg von Leuten unterscheiden, die wir so kennen. Sein Protagonist Jack Barlow ist nicht der Good Guy. Er ist am Anfang ein rückgratloser Jammerlappen, der es gar nicht fassen kann, dass seine Freundin Patience sich mit ihm abgibt. Und im Verlauf der Geschichte wird aus ihm ein rücksichtsloser, bitterer Typ, der vor Gewalt nicht zurückschreckt. Und im Verlauf der Story lernen wir auch Patience näher kennen und merken, dass es bei ihr eine Menge Schatten gibt, die sie aber vor ihrem Freund gekonnt verborgen hält. Daniel Klaus ist immer ein Genuss. Wer die lebensnahe und zugleich spitzfindige Tonalität von Enid und Becker aus Ghost World zu schätzen weiß, der wird hier auf seine Kosten kommen. Doch zugleich ist dieser Comic auch eine wirklich verrückte Zeitreisegeschichte, bei der man sich das Gehirn zermartern kann, um noch mit der Handlung mitzukommen. Der grafische Stil ist erwartungsgemäß näher am Cartoon als am realistischen Zeichenstil. Doch ist eine der Stärken von Klaus eben die Fähigkeit, einen so satirischen Zeichenstil dennoch mit eindrucksvollen Impressionen auszustatten und durch diesen Stil eine emotionale Tiefe zu vermitteln. Es wird nicht an Splash-Panels gespart und die Kolorierung ist geradezu explosiv und gänzlich psychedelisch. Auch ist dies ein typischer Wurf von Klaus, bei dem der Künstler alle Aspekte der Herstellung selbst begleitet. Also auch das komplette Layout des Buches, die Seitengestaltung jenseits der eigentlichen Story. Dies wurde auch hervorragend in der deutschen Ausgabe beherzigt. Hier sollte auch der Übersetzer Jan Dinter Erwähnung finden, der einen tollen Job gemacht hat. Patience ist genau das, wofür Klaus steht. In den Himmel schreien der Unterhaltung, die zugleich mit nachdenklichen und tiefsinnigen Augenblicken nicht spart. Es ist diese Conjunctio Oppositorum, die Vereinigung der Gegensätze, die Daniel Klaus ebenso stark macht. Und in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.